Moin Leute, tja, heute sende ich mal von zu Hause aus, weil es in der Werkstatt lausig kalt ist. Aber heute wollen wir uns mal meine neue Motorsäge angucken, die Stihl MS-261CM mit M-Tronic. Warum ich mir die Säge gekauft habe und was dafür verschwunden ist aus meiner Sammlung, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja Leute, das ist sie jetzt also, die 261 CM. Ist mir relativ am Ende leicht gefallen, tatsächlich doch mich für eine Säge mit M-Tronic zu entscheiden, nachdem ich ein bisschen mit dem Händler gequatscht habe und er meinte, Mensch, du, damit gibt es eigentlich keine Probleme. Der kannst du vertrauen und auch viele von euch schon in den Kommentaren geschrieben hatten zur 362, dass das eigentlich eine sehr zuverlässige Sache ist, habe ich gedacht, okay, ich denke mal, den Schritt kannst du wagen. Warum genau habe ich mich jetzt eigentlich für diese Säge entschieden? Ja, also ich habe ja ein Video gemacht zur 362 und habe sie vorher ja auch noch gewogen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die 362 und die 291 exakt gleich viel wiegen. Und da habe ich gedacht, du hast ja eigentlich gar keinen Nutzen mehr von der 291. Hat weniger Leistung, ist genauso schwer. Könntest du also auch ganzen Tag mit der 362 arbeiten? Und dann habe ich noch mal ein bisschen weiter verglichen und dann ist mir aufgefallen, dass die 261 im Grundgewicht nur 100 Gramm schwerer ist als die 231, die hier ich euch auch schon mal vorgestellt hatte. Und dann fing es an bei mir zu rattern. Dann habe ich überlegt, wie mache ich das Ganze jetzt am schlauesten? Also habe ich mir einen Plan gemacht. Ich habe überlegt, okay, 231 und 291 weg und von dem Geld, was dann über ist, muss ich sehen, ob ich damit klarkomme, um eine 261 zu erwerben. Das Ganze hat dann nachher eigentlich auch recht gut geklappt. Ich bin beide Sägen für einen guten Kurs losgeworden, habe dann noch einen Huni oben drauf gelegt und dann konnte ich auch quasi schon losgehen zum Händler und sie dann mir kaufen. Das Ganze war natürlich nicht der einzige Grund, warum ich mich jetzt für eine 261 entschieden habe. Na klar, Leistung und Gewicht sind halt super bei der Säge, aber natürlich noch nicht so gut wie bei der 500i. Aber ich werde jetzt euch die Säge erstmal nochmal in Ruhe vorstellen und dann werden wir bestimmt noch ein paar Punkte finden an der Säge, die mir halt besonders gut fallen und warum ich mich nachher auch trotz allem für diese Säge entschieden habe. Ja, klare Vorteile dieser Säge sind natürlich hauptsächlich auch die Schnellverschlüsse, die nur noch mit einer Viertelumdrehung einfach zu lösen sind. Das ist im Wald echt ganz cool, dann brauchst du nicht so viel Schrauben. Und natürlich auch der Elastostart ist schon eine ganz feine Sache, auch bei dieser Säge. Aus den anderen Sägen bekannt sind uns ja schon die Schnellverschlüsse vom Tank, einmal am Sprittank und wenn wir hier nochmal schauen, am Öltank. Dann ist hier jetzt der Hebel quasi zum An- und Ausmachen und für die Schokstellung. Was mir hierbei auch wieder besonders gut gefällt, ist wie bei der 162er, die hat das ja auch, dass man diesen hier einfach nur hochdrückt und dass der dann automatisch wieder in die Startposition geht. Hier nochmal zu sehen ist der Dekompressionsknopf. Einige sagen, man braucht den. Ich bin der Meinung, bei so einer Säge braucht man den eigentlich noch nicht. Aber das ist auch egal, er ist dran und somit wird er auch gezeigt. Dann kommen wir jetzt schon zum Kettenraddeckel. Dieser ist ausgestattet mit verlustsicheren Muttern. Das gefällt mir auch gut und außerdem sieht er auch richtig schick aus. Dann haben wir hier noch die Anschlagkralle vorne dran. Auch diese ist groß und massiv ausgelegt. Auf jeden Fall richtig schick anzusehen. Kommen wir jetzt nochmal zum Auspuff und guckt euch einfach diesen Auspuff an. Wie schön die Auslässe vorne angelaufen sind. Das sieht einfach nur richtig, richtig geil aus. So, hier könnt ihr jetzt die Einstellschraube quasi für die Reguliermenge des Kettenöls an der Pumpe quasi sehen. Dieses von unten zu erreichen und ja, mit dem Schlitz, wie es aussieht, einzustellen.
Hier unten sind jetzt nochmal für den Griff quasi die Antivibrationsfedern. Die haben wir einmal hier und oben am Griff quasi auch nochmal. Die zeige ich euch oben gleich gerne auch nochmal, wenn wir den Deckel abnehmen. So, die Haube habe ich jetzt einmal kurz abgenommen, dass wir auch nochmal hier alles sehen können. Hier ist jetzt quasi die Elektronik, die an den Vergaser rangeht. Hier haben wir einen ganz normalen Luftfilter. Ich glaube, dieser ist sogar auch auswaschbar. Den hatte ich bei der 291 auch schon mal drinne. Der läuft auf jeden Fall echt gut und kriegt man auch besser sauber und vor allem, man sieht auch, wenn der Dreck drauf ist. So, von dieser Seite können wir jetzt hier nochmal den originalen Zylinder sehen und hier, wie vorhin schon erwähnt, der Antivibrationsdämpfer. Hier an dieser Seite könnt ihr noch die Klappe sehen, die man auf und zu machen kann für den Winter- oder Sommermodus. Ich bin der Meinung, man soll ab 10 Grad diese Winterklappe aufmachen. Ich persönlich mache es eigentlich erst bei Minusgraden. So, jetzt habe ich den Deckel nochmal abgenommen. Hier könnt ihr jetzt das Ringkettenrad sehen. Das ist hauptsächlich für eine bessere Führung. Bei den anderen Sägen haben wir ja manchmal nur diese Sternkettenräder, aber hier bei dieser Version jetzt ist ein Ringkettenrad verbaut. So, hier vorne haben wir jetzt nochmal die Stehbolzen vom Kettenrad. Ebenfalls hier die Schraube zum Einstellen der Kettenspannung. Einmal der Bolzen, der ins Schwert reinfasst. Und ganz wichtig, hier unten nochmal der Kettenfänger, falls die Kette mal reißt oder abspringt. So, jetzt noch einmal zum Zeigen. Ich habe die Haube jetzt montiert. Hier geht die jetzt einfach quasi mit dem Schlitz rauf. Dreht in die Viertelumdrehung rein. Und dann rastet das Ganze schon fest. So, hier jetzt noch einmal ganz kurz zu sehen, das Bordwerkzeug. Den Schlüssel habe ich ja gerade schon benutzt, den musste ich vorher auspacken, aber dass ihr es nochmal gesehen habt, also hier einmal das Werkzeug. So, kommen wir schon zur Schiene. Hier verbaut ist, habe ich vorhin schon gesagt, eine Stihl-Leiten 04 Schiene. 40 cm lang, sind 16 Zoll, steht zumindest drauf. 3,25er Kettenteilung mit 1,3er Nutbreite. Und die Kette ist eine RS Pro Kette, also eine Vollmeißelkette von Stiel mit 67 Treibgliedern. So, wie ihr sehen könnt, jetzt habe ich die schon mal raufgemacht, die Schiene. Und nun kommen wir schon zum Deckel. So, Deckel ist drauf. Dann müssen wir jetzt noch kurz die Kettenspannung ein wenig nachstellen. Hierzu erstmal vorsichtig vorspannen, dann das Schwert vorne anheben und dann nochmal prüfen. So, zum Prüfen einfach einmal hochziehen und dann gucken, den Zahn, den ihr in der Mitte ungefähr habt, dass der sich ungefähr so weit rausziehen lässt. Dann sollte das Ganze passen. Natürlich dann nochmal die Bremse lösen und mal vorsichtig durchschieben. Das sieht erstmal sehr locker, flockig aus. Von daher würde ich sagen, das passt. Ja, Leute, so sieht sie jetzt aus im montierten Zustand. Gefällt mir richtig gut. Also vom Auge her macht sie auf jeden Fall schon mal was her. Aber wir wollen natürlich nachher auch noch im Wald sehen, wie sie sich schlägt. Dazu kommt dann natürlich noch ein extra Video, wo wir sie dann ausgiebig testen werden und dann mal gucken, was mit der Säge so geht. So Leute, jetzt noch der Schwertschutz drauf. Dieser ist für 40 bis 45 cm ausgelegt. Ja, das war es jetzt auch schon fast mit unserem kleinen Video zu der Stihl MS-261. Allerdings habe ich jetzt noch ein paar Fakten einfach nochmal rausgesucht aus der Bedienungsanleitung. Vielleicht interessieren die ja den einen oder anderen noch. Also Hubraum hat sie 50,2 Kubikzentimeter bei einer Leistung von 4,1 PS oder 3,0 kW. Ja, Kraftstofftankinhalt sind 500 Milliliter und der Öltankinhalt sind 270 Milliliter. Das Gewicht der Säge liegt bei 4,9 Kilo. Allerdings ohne Schwert, ohne Sprit und ohne Öl.
Ja, Leute, das soll es jetzt erstmal gewesen sein, für heute zumindest mit der 261. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, haut sie mir in die Kommentare rein. Wie gesagt, es werden auf jeden Fall noch ein paar Videos zu der kommen. Ich denke mal hauptsächlich auch zum Kalibrieren. Das denke ich mal sollte nochmal interessant sein, wie das richtig funktioniert. Und aber natürlich auch ein Einsatz im Wald. Von daher würde ich sagen, bis dahin, liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut ihr rein. Ciao.